Kurios, kurios. Ich habe keine Zeit, einen anderen Schlüssel zu suchen. Vermutlich kann ich das Schloss auch so knacken. Womit denn? Du musst ja erstmal irgendwas suchen. Bis dann hast du den Schlüssel auch gefunden. Kann ich jetzt eigentlich hoch? Nee, schade. Hier kommt ja das Geweih hin. Aber wo soll denn jetzt der Schraubenschlüssel sein? Guck mal da. Kein Schraubenschlüssel, Schraubendreher. Also wenn ich ein Haus habe, ne? Dann definitiv nicht so. Ziehe das Juwelenamulett in die jede Aussparung auf der rechten Seite, indem du die Pfahl im Juwel aufleuchten lässt. Okay. Suchen wir doch mal rot unten. Das müssen aber nicht direkt die Farben sein, oder? Okay. Komm, Hühnchen, ich gebe dir ein Stück Fleisch. Eine Haarnadel. Okay. Brauche ich denn jetzt die Haarnadel? Ach ja. Tatsache. Beim Hund ist, glaube ich, eine Kerze. Du meintest das hier, ne? Diese Lampe.
Family heirlooms are important to long-standing lineages like ours. This ring has been handed down in our family for generations. It was once lost for a time, but then the ring was recovered. Alles gut, ich dachte auch anfangs, das ist eine Kerze. This is your whistle, correct? Yes, I use it to train my dogs. My father gave me that gun as a gift. I vowed then and there always to protect my family and my home, not harm them. Tell me, what is the significance of this? I found the book open to that page. I don't know where it came from. It says I'm next in line after Elizabeth. But I didn't kill her. The fortune doesn't mean as much to me as she does. I'd never... I would never hurt my sister. My ring. I didn't do it. I'm not guilty. Aunt Gray, I have a feeling this ring will lead you to the truth. Ich weiß, dass Catherine eine enge Freundin der McGrays ist. Natürlich gehört sie auch zur Familie, aber warum ist das so wichtig? Oh Gott. Pralinen. Okay. Das ging etwas zu schnell. Ja. Ja. Ich könnte ein super Einbrecher sein. Ich möchte die Katastrophe gerne aufhalten, wenn ich nur könnte. Ja, lass uns erstmal alles kaputt machen. Ach, da fehlt noch was, okay. Nein! Ich wollte den Hund anfassen. Hmm.
Eine Glasscherbe, okay. Ach krass, eins so. Also, wenn ich so ein Schloss hätte, ne, ich würde das niemals auf den Koffer draufmalen. Von den Blumen. Blumen im Garten, so 20 Arten von Rosen, Tulpen und Narzissen leisten sich heute die feinen Leute. Das will ich alles gar nicht wissen. Aber lustig, dass jetzt eine Türklinke hier ist, weil vorhin kam ja, war ja so ein Ventil davor. Ich mag gar keinen Gin. Oder? Alles klar, viel Spaß beim AFK sein. Ich muss den Schlüssel finden. Dreieckschlüssel. Okay. Um den Koffer zu öffnen, verwende die Kombination in der Nähe. Zwei. Neun. Fünf. Okay. Of course I was upset. How could Elizabeth just throw away her birthright? I don't want it. I've no love for the castle. I'd rather make my own way. James rief Catherine wegen seines Streits mit Elizabeth an. Der Streit handelte davon, dass Elizabeth das Vermögen an James überschreiben wollte. Oh, hört, hört. Dieses Banner gehört unseren engen Verwandten, den Maxwells. Es ist ein Geheimnis. Was hat es hier zu suchen? Aber ich habe es notiert. James ist anscheinend verzweifelt. Der Ring, den er mir gab, versetzte mich in die Vergangenheit. Es sollte der Tag sein, an dem unsere Verwandte und Elizabeth, enge Freundin Catherine, ins Schloss kamen. Das ist der wahre Besitzer des Rings. Ich glaube, mein Bauchgefühl zu James' Unschuld bestätigt sich. Nun verstehe ich es. James und Elizabeth stritten sich um das Erbe. Was aber noch viel wichtiger ist, James wollte seine Schwester davon abhalten, es ihm zu übertragen. Kann ich vielleicht...
Ach, hier brauche ich die Haarnadel dafür. Okay. Dafür brauche ich Kleber. Schlüssel zum Trophäenzimmer. Okay, das sieht ja irgendwie anders aus. Brauche ich ein Pferd? Oh Gott. Wähle das Dreieck im Feld aus und gib den... Ah, 2-2. Vier, zwei, fünf, eins, neun, sechs, eins, zwei, acht, zwei, neun, fünf. Okay, bin wieder da. Hast du den Koffer schon geöffnet? Ja, der war eigentlich relativ einfach, weil die Zahlen standen unten drunter, an dem Koffer selbst daran. Glücklicherweise. Da war aber auch nicht viel drin, nur ein Brief. Aber ich kann, wenn du möchtest, die Zwischensequenz gern nochmal abspielen. Nee, nee, na gut. Nein! Jetzt habe ich mich verklickt. Drei, zwei... 6 1 0 6 3 2 3. Natürlich habe ich den Bolzenschneider nicht mehr. Da befindet sich etwas Schweres. Ich gucke mal einer Schau. Jupiter Nähmaschinenhebel. Okay. Oh, hier sieht's aus, ne? Die Schnüre und Haken sind verstrickt. Ich würde mir wehtun. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Ja, alles durchschneiden. Wo ist der Hund? Ein bestickter Handschuh. Was ist das? Ein Fuchsamulett. Das macht doch alles gar keinen Sinn.
Klar, ich, ja, ich, genau. Oh, wir machen erstmal den Fußboden kaputt. So haben wir es doch bei den Grey Greys gelernt, nicht wahr? Catherine could charm the bark out of any dog. Our Dobermans hung on her every word, ready to obey. I begged Catherine to teach me her method. Any skills I have are because of her. Okay. Great. Und dort unten ist jemand, aber ich bin in der Vergangenheit und alle Menschen sind eingefroren. Ich muss herausfinden, wer sich hier herumtreibt. Dort unten. Ich kann doch bestimmt. Nee, kann ich nicht. Noch etwas Petroleum drin. Zieh die Schnüre so, dass sie sich. Na klar. Ich hatte keine Ahnung, dass Frettchen so böse sein können. Vielleicht finde ich etwas, womit ich sie vertreiben kann. Frettchen, Liebe. Mensch, habe ich einen Schreck bekommen. Die Statue möchte wohl nicht, möchte mich wohl nicht passieren lassen. Die Musik immer so dramatisch sein muss, ne? Dieser gibt doch überhaupt keinen Sinn. So. So, du brauchst das Richtige dafür. Ja, gut. Ich hab's versucht. Es kommt mir jetzt schon wieder vor wie Sonntag. Nussamulett.
Nein, ich war da gerade noch. Ich wusste nicht, dass Elizabeth auch Hunde trainierte. Wie sich herausstellt, steckte sie James mit ihrem Hobby an. Und der Gargoyle wurde von meinen Augen lebendig. Der Geist des Schlosses will mich anscheinend aufhalten, aber die Jamesse brauchte meine Hilfe. Meine Zeichnung, die eine Zeichnung, Entschuldigung, auf einer der Säulen hat meine Aufmerksamkeit erregt. Das sieht wie ein Hinweis zu einem Rätsel aus. Es ist eine gute Idee, ihn in meinem Tagebuch aufzubewahren.